alles fit im Gerät? Dann hast du gut ackern. Aber erstmal schön Kaffee. Kalle, ja. Ja, doch. Was? Ich weiß. Das war der Wasserröhre. Ja, nein. Alles klar. So, ich muss aufhören, die Jungs für LG sind vor Ort. Ja, alles klar. Hier, der Jungbauer Kalle hat mir gerade ins Ohr geröchelt. Ne? Der hat sich gar nicht gut angehört. Nicht aus gesundheitlichen Gründen, das waren mehr so Emotionen. Und verständlich ist das allemal. Dem hat's die halbe Ernte weggeranzt, da vergeht dir das Lachen schon mal. Ja, statt im Rapsöl zu baden, stehst du da mit dem Schaden. Das kann schon Gefühlsgülle auslösen. Wasserrüben-Vergilbungsvirus, hat er immer gestammelt. Da musst du was tun, da musst du was tun. Der hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Na gut, aber er kann auch nichts mehr machen. Mir ist das egal. Nicht vom Nachbarschaftlichen her natürlich. Vom TÜV her gesehen. Ich kann ja auch nichts mehr tun. Habe ich nämlich schon längst. Ihr von der LG sagt das doch seit 2 Jahren, dass da was ist mit dem TÜV. Ihr habt da so Virusmonitoring gemacht und nachgeschaut, wo das Virus ist. Und wo war's? Überall. Überall in Deutschland ist das aufgetreten. Was sag ich? Wasserrüben-Vergilbungsvirus all over Europe. Und Kalle hat das alles nicht geglaubt. Hat's für Fake News gehalten. Und ist dann die Ernte vergilbt. Dann ist das Spektakel groß. Und dann schiebst du das aufs Wetter oder schiebst du es aufs Saatgut. Ich weiß, wer schuld ist an der Sache. Die Grünen. Nicht Claudia Roth oder Herr Habeck. Nein, die grüne Pfirsich-Blattlaus. Die kriegst du heutzutage nicht mehr weggebeizt. Heutzutage brauchst du Saatgut, wie ich es hier habe. Von Natur aus resistent. Und sicher im Ertrag. Weil, ist alles fit im Beritt, dann hast du gut ackern. Mensch, Vater, ich bin hier am Saatgut dran. Mensch, Vater, das ist doch nicht dein Ernst. LG Architekt, die Innovationshybride mit Superertrag, Virusresistenz und Schotenplatzfestigkeit. Hat Lorenz auch.